Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut. Und falls nicht, wünsche ich euch von Herzen schnelle gute Besserung. Ja, da bin ich wieder, ihr Lieben. Ungeschminkt, wir haben heute Sonntag und ich gebe jetzt Gas, damit ihr das Video auch sehen könnt. Heute noch am Sonntag, die ersten von euch. Aufgebraucht Video. Ich habe ein bisschen was gesammelt. Hier ist so eine mittelgroße Tüte voll geworden. Ich glaube, recht interessante Produkte auch. Ihr wisst ja, ich wechsle mich gerne ab in meinen Produkten und deshalb wird das eigentlich nie langweilig. Natürlich wiederholen sich ein paar Sachen, aber wir fangen jetzt erstmal an. Ich möchte, weil ich ein bisschen müde aussehe, glaube ich. Heute ist das Wetter auch eher bescheiden. Es ist sehr, sehr dunkel draußen. Eher herbstliche 13 Grad. Ja, und ich brauche so ein bisschen Frische. Prägt euch mal diese Augenpartie ein. Also ich habe natürlich außer meiner Hundebissnarbe hier auch ein paar Linien. Und ich dachte mir, während ich euch meine aufgebrauchten Produkte vorstelle, mache ich eine der Masken. Ich habe von Balea, die müsste es, steht nicht limitiert drauf. Von der hier habe ich sogar auch eine Gesichtsmaske, so eine Tuchmaske. Und das, dann habe ich mir mal... So, eine kleine Störung, aber jetzt geht's weiter. Also, ich werde mir jetzt eine dieser Augenmasken ins Gesicht klatschen. Hier haben wir von Balea, da steht bei beiden das gleiche drauf, also straffende Hydrogel-Augenmaske. Hier habe ich die mit Kokosöl, Meerwasser und Hyaluron. Und hier haben wir Hibiskus-Extrakt, Meereswasser und Hyaluron. Welche soll ich jetzt machen? Okay, die Kokos. Also von der habe ich auch die Tuchmaske. Hinten steht auch fast das gleiche drauf. Ich habe auch mein Gesicht eben nur gesäubert, Zähne geputzt, sauber gemacht und mehr nicht. Ich habe also gar keine Creme, weil ich denke mal, das soll auf gereinigter Haut. Ja, wir machen das mal auf. Hier steht drauf, ist vegan und 2 Stück. Ja, es ist schon für eine Anwendung immer viel Müll, ne? Aber ja, die sind auch leicht türkisfarben eingefärbt. Das stimmt schon. Also, aber ab und zu so eine Augenmaske mache ich im Moment ganz gerne. Ich habe jetzt nicht so viele. Ich muss unbedingt mal wieder Gesichtsmasken machen. So, was haben wir denn hier? Ja, hier ist nämlich dann so eine Folie, so eine weiße. Und dann haben wir hier noch so, glibber, so eine durchscheinende Folie. Und jetzt haue ich mir, das ist ganz rutschig. Oh Gott, also ganz rutschig. Oh, passt zu meinem Pullover, guck mal. Aber sehr, sehr erfrischend. Und es ist bisher bei den Augenmasken bei mir so, dass ich immer einen Effekt sehe. Also die Augenpartie sieht nach der... Also ich lasse das jetzt während des ganzen aufgebrauchten Videos drauf. Und... Moment. So. Es wird jetzt hier empfohlen 20 Minuten, glaube ich. 15 bis 20 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange das aufgebrauchte Video geht. Ah, das ist so eine schöne, das tut mir richtig gut. Ich habe nämlich nicht ganz so gut geschlafen. Oh, herrlich. Und dann schauen wir mal, ob meine Augenpartie hier gleich etwas frischer und straffer aussieht. Riechen tut es jetzt nicht nach Kokos, vielleicht ganz dezent. Nee, geht. Wir fangen an. Hier neben mir steht die Tüte, ich greife rein und habe so eine kleine Schachtel. Da habe ich sogar noch eine von. Die habe ich mir mal irgendwann geholt. Von Carefree, da nehme ich auch die Slip-Einlagen sehr, sehr gerne. Das sind jetzt diese 3D-Comfort, diese ultradünnen. Aber die sind wirklich, hier steht es auch drauf, ultradünn, aber sehr saugstark. Und das kann ich bestätigen. Ihr seht ja, die sind wirklich klein und dünn. Und dennoch für den alltäglichen Gebrauch, sag ich mal. Also die sitzen wirklich gut. Ich war damit auch schon laufen und da ist nichts verrutscht. Und man spürt sie eigentlich gar nicht. Also... Die kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Das sind die Carefree Flexi Comfort ohne Duft. Also ich brauche, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ich brauche keinen Duft untenrum. Ich wasche mich jeden Tag. So, dann im Badezimmer gestern aufgebraucht das Denkmit Hygienespray. Ja, das gibt es ja auch von Sacrotan, aber Denkmit ist natürlich die günstigere Variante. Benutze ich zwischendurch ganz gerne mal. Zum Desinfizieren von Flächen, aber meistens habe ich es im Badezimmer für die Toilette benutzt. Einfach mal, wenn man vielleicht mal am Tag keine Zeit hatte, dann ganz kurz das Klo damit eingesprüht. Habe ich jetzt aber auch lange, lange für gebraucht.
Hier steht auch drauf zur Schuhdesinfektion, habe ich es noch nicht verwendet. Für Teppiche, doch für einen Teppich habe ich es mal benutzt. Ja, für Bad, Küche, Kinderzimmer, WC. Jo. Das ist, werde ich wieder kaufen. Ja, die habe ich mir neulich gekauft und ich nehme die dann immer aus der Verpackung raus, diese Zahnbürstenaufsätze, und habe dafür eine extra Box, weil das immer so sperrig ist. Ja, das ist von Oral-B, die Sensitive Clean. Die ist besonders zur sanften Reinigung für, wenn man vielleicht empfindliches Zahnfleisch hat, ne? Ultradünne Borstentechnologie. Stark gegen Plack, sanft zum Zahnfleisch. Also ich habe da auch noch andere von, aber im Moment liebe ich diese hier. Sind natürlich nicht gerade günstig, die Dinger, aber ich komme, also bei was Zähne angeht, da gebe ich dann gerne auch mal mehr Geld für aus. Für, ja, und die sind wirklich mit am besten im Moment für mich. Die war mit im Urlaub, beziehungsweise wir waren ja, boah, das ist jetzt auch 2,5 Wochen, glaube ich, schon wieder her, da waren wir im Urlaub. Und meine Mama, wir waren ja mit meinen Eltern im Urlaub und meine Mama hat Seifenspender für mich, also für uns auch mitgebracht. Cien ist, glaube ich, Lidl, ne? Ja, und ich durfte dann den Rest mit nach Hause nehmen und ja, haben wir im Urlaub und dann den Rest hier zu Hause auf Toilette quasi verbraucht. Und ich muss sagen, hier steht sogar drauf, milde Handseife, antibakteriell, klinisch geprüft mit Aloe Vera. Irgendwie alles mit Aloe Vera bin ich mal sehr begeistert von. Ich habe ja auch dieses Handfluid von Isana und finde das auch großartig. Na, sitzen die Augenpads noch? Ich glaube, einmal hatte ich welche, die sind verrutscht, aber die, oh, die kühlen richtig toll. Würde ich mir nachkaufen. Also, ist auch viel drin. 500 Milliliter, ja. Gut, dann habe ich noch eine Handseife verbraucht. Die stand hier an meinem, in der Küche. Von Baliamed, die hat einen pH-Wert von 5,5 für empfindliche Haut. Ist ohne Mikroplastik sogar, steht hier. Das ist immer bei Balea dieses Zeichen. Das finde ich auch klasse. Das riecht jetzt ganz neutral, so seifig. Macht die Hände schön sauber. Ich lese gerade Flaschenkörper aus 100% recycelbarem Material ohne Verschluss. Okay. 300 Milliliter, ne, dass man das mal sieht. Hier sind 300 drin und im Lidl CN 500. Würde ich mir aber auch nachkaufen, weil ich hiernach nicht immer so furztrockene Hände hatte. Ich weiß nicht, ob es an diesem pH-Wert liegt. Ich kenne mich da nicht so aus. Machen wir weiter. Ja, Biotherm. Das hat Biotherm, das ist eine Körperlotion, so eine kleine Probe. Fand ich sehr, sehr toll. Es hat so lecker gerochen nach Zitrone. Ich halte es euch ein bisschen länger rein, weil ich kann es nicht aussprechen. Ist halt eine Body Milk. Das waren 40 Milliliter. Da bin ich, das war sehr, 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 sehr ergiebig. Ich habe nur mal geguckt, die Inhaltsstoffe haben mir nicht alle super gefallen. Und von daher kaufe ich es mir nicht nach. Wenn die Inhaltsstoffe super gewesen wären, hätte ich es mir nachgekauft. Irgendwas hat mich da gestört, ich weiß nicht mehr was. Da leuchtete irgendein Inhaltsstoff oder zwei sogar rot auf. Man denkt ja manchmal, ne, Biotherm, du hörst das, Bio, oh, das ist nur, aber ne, lasst euch davon nicht blenden. Dieses Biotherm, das heißt nicht, dass das unbedingt alles gute Inhaltsstoffe sind. Ne? Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das hier hingegen, Inhaltsstoffe, fand ich super. Von Jean and Len ohne Gedöns, Holunder Jasmin Haarshampoo. Fand ich großartig. War auch sehr ergiebig, eine große Pulle. Und ist Volumen-Shampoo für kraftloses, feines Haar. Ich habe jetzt so mitteldickes Haar. Also jetzt nicht unbedingt das dickste, aber auch nicht das dünnste. Ist vegan. Hat das Haar sauber gemacht. Und in meiner Nase wunderbar gerochen. Also ich muss mal gucken. Das hatte ich mir damals im Rossmann gekauft. Unser Rossmann, der baut gerade um, der vergrößert sich und öffnet erst wieder im Oktober, glaube ich. Ich muss mal schauen. Aber ich habe noch einen anderen Rossmann. Da fahre ich zwar etwas weiter für, weil im DM, habt ihr das schon mal im DM gesehen? Dann lasst es mich wissen. Ich leider nicht. Weil das ist wirklich ein Nachkaufprodukt. 300 Milliliter. Ich fand es toll. Es hat meine Kopfhaut nicht irritiert, nicht ausgetrocknet und hat die Haare schön sauber gemacht. Ach, jetzt guckt mal. In meiner Aufgebrauchtüte. Ich habe die tatsächlich schon mal gemacht. Ich habe die jetzt zwei oder dreimal sogar. Ich glaube, einmal habe ich sie verschenkt. Die habe ich gerade geöffnet und hier, ja, dann brauche ich die auch nicht aufbewahren.
War mir jetzt nicht so bewusst. Ich hatte in letzter Zeit, kann sein, dass da gleich noch eine andere Augenmaske kommt. Also die ist wirklich toll, weil danach hatte ich wirklich einen sichtbaren Effekt. Also vielleicht seht ihr das gleich auch. Die Haut wirkt frischer, jünger, geglätteter. Also das ist wirklich so. Ja, die ist wirklich toll. Ich denke mal, wenn die mir nochmal über den Weg läuft, würde ich mir die auch nachkaufen. Ja, und dann habe ich hier, das habe ich mal irgendwo geschenkt, ich glaube in der Zuschauerpost gehabt, Tetisept. Cherry Berry, das ist ein pflegendes Schaumbad gewesen. So sieht das aus. Ich glaube, in groß gibt es das nicht, aber es war schön. Das Wasser war so leicht beerenfarben. 98% der Inhaltsstoffe sind natürlich, natürlichen Ursprungs, und der Schaum war wirklich ganz gut. Langanhaltender Schaum, frei von Mikroplastik, Silikon, Mineralölen steht hier. War wirklich ein schönes Schaumbad. Eine Handseife. Balea Handseife Over the Clouds. Diese wunderschön designte Pulle hier. Auch ohne Mikroplastik, fand ich zuckersüß. Hier seht ihr noch so einen kleinen Rest, also war auch so hellviolett. Habe ich jetzt noch einmal, meine ich. Oder zweimal? Ne, ich glaube einmal habe ich sie noch. Duftet nach süßen Schaumwölkchen. Ja, wie beschreibe ich euch jetzt? Ja, es riecht wirklich so leicht, also es riecht süßlich, aber es ist nicht dieses Bäm, penetrante Süße, sondern sportliche Süße. Eine sportliche Süße. Ja, so riechen Schaumwölkchen. Ja, die riechen gut. Wie gesagt, die habe ich noch einmal. Gibt es jetzt leider nicht mehr. Ja, dann habe ich verbraucht, diesmal habe ich ausprobiert von Jessa, die DM-Marke, habe ich die Classic, die Slip-Einlagen, diese hier. Die sind auch ganz gut. Allerdings beim Joggen waren die so ein bisschen, wie soll ich die beschreiben? Wenn man sehr stark geschwitzt hat, und beim Joggen schwitzt man natürlich auch sehr stark, und dann hat sich so dieses Baumwolle oder was das ist, ein bisschen so krisselig wurde das. Aber okay, aber es war okay. 40 Stück mit Wäscheschutzfolie, sie sind nicht verrutscht, aber ja, je nachdem, wie stark man geschwitzt hat, da sind die von Carefree besser. Aber ich würde es mir auch mal nachkaufen. Kann schon. Also ich denke, ich kaufe im Moment, ich habe jetzt noch welche von Always, die auch nicht schlecht sind. Und dann habe ich wieder welche von Carefree schon gekauft und vielleicht kaufe ich mir die nach. Also die sind, auch von der Länge fand ich die gut, ne? Kann man nicht meckern. Ja, hier kommt die Folientuchaugenmaske. Auch eine straffende von Balea in dieser wunderschönen gold-bronzefarbenen Verpackung. Mit Koffein und Hyaluron. Es roch leider nicht nach Kaffee. Lässt man auch 15, genau wie die 15 bis 20 Minuten. Ja, ich habe jetzt gesehen, wie hier gleich hoffentlich auch, dass die Augenpartie frischer aussah. Und das hält sich halt so ein paar Stunden. Und wenn man dann vielleicht weg muss oder. Aber auch einfach jetzt so. Manchmal mache ich das, gerade sonntags. Ne? Ich denke mal auch, dass ich heute Abend vielleicht ein Fußbad mir gönne. Das mache ich dann schon mal gerne sonntags. Aber ich weiß nicht, ob es die noch gibt hier mit Koffein und Hyaluron. War aber gut. War genauso gut wie diese hier. So, dann Balea Dusche. Be Fantastic mit der Giraffe. Gibt es, glaube ich, nicht mehr. Zuckersüß. War nicht schlecht. War eine solide Dusche mit Hibiskus. Ja, hat so nach Blümchen geduftet. War eine schöne Frische. Doch. Kann ich nicht meckern, hat meine Haut nicht ausgetrocknet. Und ja, war eine schöne Dusche. Dann rasiert haben wir uns auch. Ich nehme meistens das von Balea. Das war Sense of Magic, Limited Edition, duftet nach Beeren und Vanille. Ich glaube, es gibt jetzt aktuell eine andere. Das war, glaube ich, der Vorgänger hier mit den Himbeeren und Blaubeeren. Richtig toll. Also ich komme damit super klar. Egal wo ich rasiere, die Haut ist nicht irritiert. Also, und ich brauche nicht viel. Man braucht echt nicht viel. Das schäumt dann hinterher gut, ne? Lässt sich gut verteilen und es lässt sich gut rasieren. Haarspray benutze ich, so wie heute auch, meistens halt immer nur, wenn ich einen Zopf trage, damit die Babyhärchen nicht so abstehen. Und am liebsten halt das von L'Oreal El Net, weil das lässt sich bei mir am besten rückstandslos ausbürsten und ich komme damit am besten klar. Und da gibt es ja zig Sorten. Das ist jetzt das ultra feine Haarspray mit kostbarem Arganöl. Ja, da gibt es immer wieder andere und die habe ich mir eigentlich auch immer im Rossmann geholt. Im Rossmann waren die oft im Angebot. Ich glaube, jetzt habe ich aber noch zwei und dann, ja, schauen wir mal. Ja, Zähne geputzt, Elmex, die habe ich, die zeige ich euch des Öfteren, die Repair. Die habe ich jetzt aktuell noch.
Und dann wollte ich mir die jetzt nachkaufen, weil die ausverkauft. Die ist schon recht teuer, mit 4 oder 5 Euro, aber wer schmerzempfindliche Zähne hat und so wie ich auch ziemlich schlechte Zähne von kann, ja, das liegt auch oft in den Genen. Meine Schwester hat super Zähne. Ich glaube, die hat kein einziges Loch und ich habe fast alle Zähne blombiert. Und es ist mir einfach wichtig, dass ich eine gute Zahnpasta habe. Die brennt bei mir nicht, weil ich mag es nicht, wenn eine Zahnpasta irgendwann nach ein, zwei Minuten anfängt, diese Schärfe zu entwickeln. Eine sanfte Schärfe ist okay, aber es gibt welche, die brennen richtig. Das mag ich nicht. Aber die hier ist toll. Auch wenn man vielleicht mit der Zahnseide, wenn man abrutscht und Zahnfleisch ist entzündet oder gerötet, dann die ist super. Die ist echt mal zu empfehlen. Ja, das war ein Spülmittel. Ich stehe ja auf Marzipanduft und das ist von Now für die Zukunft. Hey, spül mit mir, steht hier. Das ist eine schöne große Pulle mit Handspülmittel mit Mandel. Flasche aus 100% Altplastik und der Duft, das ist halt schon so Marzipan, ne? Ich muss sagen, ich esse gerne Marzipan, ich rieche es auch gerne, aber beim Spülen mochte ich es nicht so. Also da bin ich ehrlich, das gibt es auch bei Rossmann, habe ich mir bei Rossmann gekauft. Ich glaube, da gibt es auch noch eine andere Variante, aber dieser Mandelduft beim Spülen mochte ich nicht. Deshalb kaufe ich mir das so nicht nach. Irgendwie passte das nicht beim Spülen. Milchreis. Ja, manchmal zeige ich euch sowas auch. DM Bio. Es gibt ja Milchreis, habe ich auch, glaube ich, mal aus dem Aldi gehabt. Die kochen fast eine Stunde. Und dieser hier von DM Bio, habe ich mir, glaube ich, schon nachgekauft. Der braucht nur, also was heißt nur, aber circa 25 Minuten. Also mit Milch aufkochen und bliblablub brauchst du eine halbe Stunde und dann hast du den köstlichsten Milchreis ever. Je nachdem, wie man den anmacht, ne, mit Zucker oder manchmal, also ich süße Milchreis generell wenig, manchmal auch gar nicht und dann nehme ich halt gezuckerte Früchte auch oft oder Datteln. Aber ja, hier steht es auch drauf, 25 Minuten. Also das ist wirklich, es gibt natürlich diese Tütchen zum ganz schnell anrühren, das schmeckt mir gar nicht. Ich brauche diesen echten Milchreis und der hier ist wirklich in 25 Minuten, in knapp halben Stunde hasse und wir lieben den wirklich alle. Also kann ich empfehlen, aus dem DM den Milchreis mal zu probieren. Sakrotan samt Schaum habe ich mir auch geleert. Also mein Mann steht auf diesen Schaum, den muss ich ihm immer wieder nachkaufen. Das war jetzt der mit Zitrus, Orangenblüte, ganz, ganz toller, frischer Duft, sehr, sehr ergiebig und ich glaube, aktuell habe ich jetzt wieder dieses Rote mit Kirschblüte, ist auch toll, aber mein Mann, steht auf, ich mag es auch, weil der Schaum ist wirklich ein schöner, fester Schaum, wenn man das so sagen kann. Leinsamen, auch DM Bio, geschrotet, habe ich auch jetzt nachgekauft, den habe ich nämlich jetzt gerade in meinem Töpfchen, den habe ich schon ein paar Mal leer gemacht. Es ist wirklich Leinsamen, ist klar, Ballaststoffe und ist gut für die Verdauung, muss aber auch, generell muss man, also in letzter Zeit trinke ich auch zu wenig, ne? Ich jogge ja und an dem Tag, wenn ich Sport mache, dann trinke ich auch immer genug, aber so an den normalen Tagen, wenn ich jetzt nicht so joggen gehe oder sowas, dann trinke ich generell zu wenig im Moment und das merkt man manchmal auch, aber hier dieser geschrotete Leinsamen ist wirklich zu empfehlen und den holen wir meistens, hole ich den wirklich im DM, ja. Ja, den Kaffee, also ihr wisst, ich bin eine Kaffeetante und das ist Dinkelkaffee aus dem DM. Die nächste Bütte habe ich schon wieder angebrochen, das ist der übrigens. Man muss sich am Anfang dran gewöhnen. Wenn man generell normalen Kaffee gewöhnt ist, dann ist das schon erst so, boah. Aber man gewöhnt sich schnell dran, finde ich. Der schmeckt jetzt, ich habe ein bisschen Milch durchgetan, der ist halt koffeinfrei, genau, und ist nicht gerade günstig mit, glaube ich, über 4 Euro, aber es lohnt sich wirklich mal auszuprobieren. Weil ich trinke halt gerne Kaffee und zu viel Kaffee ist ja auch nicht gut, ne? Und dann habe ich halt den mal ausprobiert. Und so als Ersatz, man muss sich vielleicht erst dran gewöhnen, aber dann geht's. Biotherm, Ode Energy. Oh, das ist schon alt. Da hatte ich damals, ein blaues und auch noch ein gelbes von. Die fand ich toll. Die hatte ich immer mit in der Handtasche. Ich glaube, das war mal zuletzt mit auf einem Schützenfest. Das weiß ich noch. Da ging das die Runde, da war es so warm. Und dann,
dann hatte ich das mit und dann, dann bei uns in der Clique, dann ging das einmal bei den Mädels die Runde. Ich glaube, ein Mann hat es auch abbekommen, fand es aber gar nicht unübel. Riecht halt nach Orange, ne? Ist auch jetzt nichts, was mäßig, also was ganz lang anhält, aber ja, ich glaube, es gibt es so nicht. Ist halt ein Eau de Toilette, 20 Milliliter und ich finde halt schön, so zum Mitnehmen, diese Dinger halt von, ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es das auch noch vom Biotherm, diese kleinen, sag ich mal, Handtaschen-Dinger. Also ich fand's gut, sehr erfrischend, nicht ganz so langlebig am Körper, aber sehr erfrischend. Ja, dann habe ich nochmal, also ich habe ja auch schon lange kein Video mehr gemacht, ich glaube, es ist jetzt fast 2 Monate her, deshalb sind es auch, und dann waren wir im Urlaub, haben uns natürlich viel die Hände gewaschen, ne? Also das ist der, den ich jetzt auch aktuell wieder habe, Kirschblüte mit Rose. Das ist so eine rötliche Flüssigkeit und den haben wir dann auch hier. Den steht meistens im Badezimmer. Ja. So, Sakrotan, den hatte ich mit im Urlaub, mit unterwegs, mit Aloe Vera. Also sowas habe ich immer im Auto oder halt dann auch in der Handtasche zum schnell Desinfizieren. Da kennt man. Muss jetzt, ich habe auch schon andere Sorten gehabt, aber Sakrotan greife ich irgendwie automatisch gerne zu. Ja, dann gibt es von Elmex auch diese Reihe hier mit dem lila, mit der lila Schrift. Mit dem, ja, das ist die Professional Emaille. Die soll nochmal den Zahnschmelz, glaube ich, so ein bisschen stärken. Die war auch nicht schlecht. Die ist so ein bisschen anders von der Konsistenz, ein bisschen fester, möchte ich sagen. Schützt und versiegelt den Zahnschmelz mit Mikroschutztechnologie. Ja, also die habe ich, ich habe die immer im Wechsel benutzt, ne? Hier die, diese und diese. Mal die, mal die. Mal, oft ist es mir, ich glaube, ich habe das mal so 2 Wochen lang gemacht, morgens die, abends die. Ja, ich bin halt ein kleiner Elmex-Fan. Dann eine Dusche von CD, die fand ich sehr gut, die morgenfrische Dusche mit Wasser, Minze und Gurke. Richtig schön frisch, ah, herrlich. Also ich mag diese Duschen. Ne, da gibt's, es gab die auch mal mit Rhabarber, vielleicht gibt es sie auch noch. Mm, aber das hier, ja, meistens morgens nach dem Joggen, nach dem Sport machen. Sehr, sehr gut. Und dann haben wir noch, ja, die Balea Hydrogel Augenmaske. Diese hier, das war ein Limited Edition, glaube ich, mit Amethystpuder. Auch mit Hyaluron und Koffein. Ah, die gibt es, glaube ich, so nicht mehr. Ja, aber die war nicht schlecht. Also da habe ich genauso irgendwie wie bei der, bei den anderen auch immer für ein paar Stunden halt sehr frisch ausgesehen unterm Auge. Ja. So, und als letztes Produkt eine Zahnbürste, hätte ich fast gesagt. Es ist eine Wimperntusche. Die Catrice Glam & Doll mit Rizinusöl. Ich glaube, die gibt es so nicht mehr, was ich sehr schade finde. Ja, ich finde die Aufmachung auch sehr schön, diese Flasche so geschwungen. Ja, ich fand die toll. Die hat bei mir gehalten. Catrice ist nicht übermäßig teuer, ist eine stinknormale Bürste und genau die richtige Größe, nicht zu groß. Die hat mir normales Volumen gegeben nach einer Schicht. Nach 2 Schichten hatte ich schon ausreichend, also wenn ich mal ein bisschen mehr wollte. Die hat die schön getrennt, separiert. Jetzt ist er leer, aber ja, ich muss mal gucken, aber ich glaube, die gibt es so nicht mehr mit Rizinusöl, diese, mit dieser dunkelrot, weinroten Verpackung. Ja, die war toll. So, ihr Lieben, das war's. Tüte ist leer. Das war so der Müll aus den letzten, glaube ich, knapp 2 Monaten. Und jetzt, denke ich mal, sind auch 25 Minuten rum. Jetzt können wir ja mal gucken. Ich hole euch mal näher ran. Tada! Also ich finde hier, da war sie nicht. Seht ihr hier diese trockenen Fältchen? Aber hier, gerade hier, da wo die gerade gesessen hat, es klebt jetzt noch ein bisschen, aber das zieht schnell weg. Ich finde, die Augenpartie sieht etwas, einfach man fühlt sich ein bisschen frischer und es tut einfach gut. Und ja, so ab und zu mal, ne? Wie gesagt, das waren jetzt, wie viele Masken habe ich gemacht? Ich glaube 4 Stück, ne? Jetzt mit der hier. Ja, kann man nicht nochmal verwenden, das kommt dann, wird dann entsorgt. Aber ich muss sagen, die Balea Augenmasken gefallen mir. Also das habt ihr ja jetzt auch gesehen. Ich weiß nicht, was, wie ihr das seht, aber ich finde, meine Augenpartie sieht jetzt, also hier, gerade hier habe ich so eine Längsfalte, oder sagen wir mal netterweise Linie, und die ist jetzt
fast nicht mehr so zu sehen. Und ich finde das toll. Also danach klappt das mit dem Schminken auch besser wirklich. Es hört sich blöd an, gerade wenn ich einen Concealer nehme. Also jetzt, das ist jetzt schön kühl noch und jetzt ist es aber auch nicht mehr so klebrig, also zieht schnell weg. Und danach Concealer einklopfen oder mit dem Schwämmchen und alles ist irgendwie frischer und hält länger. Waren jetzt so meine Erfahrungen. Ja, und die werde ich bestimmt auch bald machen. Vielleicht auch mit euch. Das ist, ja, mit Hibiskus. Wie steht ihr zu Augenmasken? Macht ihr die auch im Moment ganz gerne? Oder sagt ihr, nee, ist alles Quatsch? Also ich finde nicht, dass es einfach Quatsch ist. Ich finde schon, meine Schwester sagt das auch. Meine Mutti hat auch mal eine gemacht und war danach doch erstaunt, wie frisch ihre Augenpartie aussah. Sie hat sich damit auch ganz wohl gefühlt. Ihr Lieben, das war's. Ich werde jetzt mal hier ein bisschen aufräumen und ich habe mich gefreut, dass ich jetzt Zeit hatte, endlich mal wieder für ein Video. Mir juckt es in den Finger. Ich habe eine ganz tolle Palette mir bestellt. Die liegt jetzt schon über eine Woche hier rum und ich habe halt, aber ich wollte jetzt endlich das Aufgebraucht-Video drehen. Aber das nächste Video wird dann eine, wahrscheinlich dieses Ausprobieren dieser Palette und ich bin schon sehr gespannt. Ich freue mich drauf, ne? Johannes, mein Sohn, kommt dieses Jahr, kommt ja jetzt im August in den Kindergarten. Da bin ich auch schon ein bisschen aufgeregt. Ja, der eine sagt, brauchst du nicht. Der andere sagt, war ich auch. Ist halt ein neuer Abschnitt für Johannes und für mich auch, für die Eltern was an. Aber ich denke, dann habe ich vielleicht mal öfters vormittags jetzt Zeit, versteht ihr? Und dann kann ich euch auch mal, denke ich mal, wieder öfters ein Video drehen, weil das vermisse ich schon. Also ihr müsst wirklich wissen, wenn ich jetzt hier fast zwei Wochen kein Video drehen kann, das ist schon schlimm. Was heißt schlimm? Das ist das falsche Wort. Aber es fehlt mir einfach. So, weiß ich nicht. Aber ich mache es ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Über 9 Jahre und ich bin immer noch mit Begeisterung dabei. Und das, ja, das kommt natürlich auch, weil ich so liebe, nette Abonnenten habe. Und dafür möchte ich euch nochmal ganz lieb danken. Einen dicken Kuss an alle. Und jetzt entlasse ich euch, wünsche euch noch wunderschönen Restsonntag und einen guten Start in die neue Woche. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Und bis dahin, bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.